Unser Gott setzt den Maßstab viel höher als euer Allah, der alles erlaubt. Alles ist erlaubt. Sex im Himmel, Alkohol, alles ist erlaubt. Aber ihr ist verboten. Ist Dachfüller. Wie kannst du sowas sagen? Ja, was denn? Da steht in euren Quellen, nicht in meinen Quellen. Wie geht das? Das ist in euren Quellen. Seid bitte keine Munafik. Sieht Sura 78, Vers 33 mit schwellende Brüste. Die Vagina wird 5 Meter sein. Was ist das für ein, was ist das für eine Vorstellung, bitte? Eine gesegnete Nacht, lieber Bruder und Schwester, der PFO überhaupt noch einen Verstand hat. Denn er spricht über das Kopftuchverbot und Menschenrechtsverletzung. Ich dachte, entweder muss ich lachen oder hat er das wirklich gesagt. Was die Muslime nicht verstehen wollen, es geht nicht um einen Niqab, also normale Tuch, dass man seine Haare verdeckt. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach um die Burka-Verschleierung. Die verwenden das aber anders, tun dann so, ob das quasi endgültig das Kopftuchverbot in allgemeine, wie die meisten hier rumlaufen, quasi verboten ist bzw. sein sollte. Davon spricht die Regierung gar nicht. Es geht einfach nur darum, um die Burka. Lasst uns mal schauen, was ein Kind, wenn ein Kind ein Burka trägt, das ist nichts anderes dafür, dass man auf Pädophilie steht. Wenn wir uns gemeinsam in der islamischen Geschichte mal schauen, lieber Muslim, willst du ein Heuchler bleiben oder willst du die Wahrheit erfahren? Schämst du dich für die Religion oder nicht? Wenn du kein Heuchler bist, wenn du kein Munafik bist, dann hör genau zu und geh gleich alles auf diese Quellen ein. Ich werde das unter dem Video alles hergeben. Ich sage euch Folgendes. Mohammed zum Beispiel, der beste Mensch, der jemals gelebt hatte, hatte Sexlüste gehabt. Alles wurde erlaubt. Alles ist erlaubt. Und wenn die Muslime so oberflächliche tun, Haram, Sex vor der Ehe, ist ja Haram, darfst du nicht. Aha. Aber mit Sklaven Sex zu haben, ist halal, oder was? Beste Beispiel hier, die Geschichte mit seinem Adoptivsohn, was da passiert ist in Sura 65, Vers 1. Lies Ibn Kathir am besten auf Arabisch, die ungefähre Übersetzung, ja, ins Deutsche, dass am besten arabischer Sprecher das euch übersetzen lässt. Aber das ist nicht mein Thema. Mohammed hatte eine 9-Jährige gehabt. Eine 9-Jährige, ja, und sie sagte davor, als sie das gehört hatte, dass ihre Haare sogar rausgefallen sind. Das ist nichts anderes durch Stresszustand. Eine 9-Jährige war für den Prophet, der Sexsucht hatte, ja, der 9 Frauen hatte, zwischen 9 und 12, aber die Muslime dürfen nur 4 Frauen haben, wenn du die gleich behandelst, ja, das ist immer wieder diese Antwort dahinter. Der barmherzige Prophet hatte eine 9-Jährige gehabt. Lass uns mal schauen, wie die Frucht der Muslime, der Sahaba-Leute, weiter gegangen ist. Also die Frucht der Muslime ist ja von Mohammed Samen ausgegangen. Denn wenn die Muslime nicht auf Mohammed hören, so ist das so, ob du auf Allah nicht hören würdest. Es kommt immer eine Sure, um diesen Mohammed zu rechtfertigen, genau passend. Mohammed, eine 9-Jährige. Der zweite Kalif Omar hatte eine 6-Jährige gehabt. Jetzt werden sich einige wundern, wo steht das? Das werde ich alles gleich alles hergeben unter dem Videolink. Prüfe diese ganzen Quellen bitte. Ich werde nur zitieren. Asan al-Khabari, Band 5, Seite 367. Omar erzählte von der Arotee zu Bakris, fragte Omar nach der Hand von Alis Tochter, die antwortete, dass sie zu jung sei. Omar fragte zweimal, Ali sagte, ich werde das Mädchen zu dir schicken, wenn du sie magst. Also sage ich, ich akzeptiere es. Ali schickte das Mädchen mit einem Tuch und sage ihr, dass sie zu Omar sagen soll, dies ist das Schal, von dem ich gesprochen habe. Das ist die ungefähre Übersetzung. Dann sie überbrachte diese Worte Omar, der sagte zu seinem Vater, dass du es akzeptieren solltest. Omar berührte dann das Mädchen. Sie rief aus, was hast du mir angetan? Ohne die Tatsache, dass du Khalifa der Muslime bist, hätte ich dir die Nase gebrochen. Jetzt pass auf. Das Mädchen ging nach Hause und wiederholte diese Episode ihrem Vater mit der Aussage, du hast mich zu einem Mann geschickt. Und Ali sagte, er ist dein Ehemann. Die war 6 Jahre alt. Bei euch im Islam, wenn jemand eine Burka trägt, geht es einfach nur darum,
um diese sexuelle Gelüste des Mannes quasi zu einzuschränken, weil auch eine Neunjährige stellt ja sexuelle Sachen dar. Was ist das für eine Religion, bitte? Zeige mir eine einzige Quelle, wo Jesus sowas erlaubt hat, wo Paulus oder Petrus dass ihre fleischlichen Gelüste freien Lauf zugewährt haben. Ein neunjähriges Kind, wenn sie im Spielplatz spielt, da kommt ein Muskelmann, ein Salafist und schaut sich diese Neunjährige an. Oh, die ist ja hübsch. Die hat ja ein bisschen Brüste oder wie auch immer. Was ist das für eine Religion? Wie könnt ihr an sowas glauben? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich solche Quellen lese, nicht nur ich sage das, da sind zig Quellen, die das ganz klar bestätigen, dass der Omar, der zweite Kalif, eine Sechsjährige hatte. Dann gibt es weiter. Dann heißt es hier, Isaba Band 4, Seite 497. Dann heißt es hier, Oma bat Ali um die Hand von Oma Khatun. Ali antwortete, sie sei zu jung. Oma sagte, heirate sie mir und tu, was ich sage, denn ich möchte sie heiraten, die niemand also erreicht hatte. Ihre Hand. Ali sagt dann, ich werde Oma Khatun zu dir schicken und alle anderen Quellen belegen das. Das könnt ihr alles prüfen. Das ist alles teilweise auch auf Arabisch und teilweise auch auf ungefähr Übersetzung, auch auf Englisch. Das könnt ihr alles prüfen. Und dann sagt dieser Pierre Vogel, der Schwätzer, der immer so vor dem Reporter, vor den Medien so heilig tut, ja, einer der größten Lügner überhaupt ist. Wir sehen hier, dass er sagt, Menschenrechtsverletzung in Deutschland, dann geh doch nach Saudi-Arabien. Was hast du denn hier überhaupt zu suchen dann? Hier ist keine Scharia. Fertig, wir wollen hier keine Scharia haben. Denn die Scharia ist zu 100% IS. Und du bist ein Munafik. Du bist ein Heuchler, wie die meisten Muslime. Wenn du die Quellen zeigst, kommen die auf einmal mit Tora. Hier geht es nicht um Tora, es geht erstmal um eure Quellen. Denn wenn es Menschenrechtsverletzung ist, wenn die Scharia in diesem Land herrscht, dann gibt es diesen Zustand, wie Omar, der zweite Kalif, wie er immer auf den hört, die ganzen Sahaba-Leute. Was sagt Omar hier? Folgendes. In Seite 202, das Rasul, die Geschichte von Mohammed, da heißt es hier, es sind nur Ungläubige und das Blut eines jeden von ihnen ist nicht mehr wert als das Blut eines Hundes. Also wir sind Hund. Wir sind nicht wert wie eine Hundes. Ist das nicht Menschenrechtsverletzung? Und du sprichst was von Menschenrechtsverletzung? Du solltest dich überhaupt schämen, dass du diese Worte überhaupt in den Mund nimmst, dass du überhaupt sagst Menschenrechtsverletzung. Das für ein Heuchler bist du eigentlich. Denn ich habe vor niemandem Angst, denn wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt, dass du deine Leute schickst, um uns hier zu drohen? Denn wir hatten Angst vor euch. Ich habe bestimmt gar keine Angst vor euch. Von wem ich Angst habe, ist der Herr Jesus Christus. Denn der ist der Richter und der Retter. Von dem sollte man sich fürchten. Und der ist auf unserer Seite, weil wir nicht diejenigen sind, die Menschen hassen, sondern er für die er betet. Ihr verflucht die Christen und Juden Tag und Nacht. Muschrikin, Muschrikin, immer wenn ihr betet. In Mekka, Muschrikin sind so schlecht, so schlecht. Aber hier zu leben, ja, wie die meisten Muslime, sich schön zu ernähren, ja, sich schön zu ernähren von den Steuernzahlern und dann noch zu sagen, wir sind dreckige Ungläubige, das ist nur das, das ist die Wurzel eures Propheten, das ist die Tatsache, das ist die Sache dafür, dass ihr so viel Hass habt. Ich habe gestern mit einem Muslim telefoniert und zu dir sage ich Folgendes. Ich habe dir die Quellen gegeben und ich war freundlich zu dir. Aber du hast meine Zeit ausgenutzt, hast dann deine Meinung gesagt und legst einfach auf. Ist das denn euer Prophet, der euch das so gezeigt hat, dass ihr so unverschämt seid? Denn von wem soll ich denn Angst haben? Von wem? Von euch? Ich habe von niemandem Angst. Denn ich weiß ganz genau, denn meine Worte werden euch eines Tages treffen und ihr werdet, wenn Jesus Christus nicht annimmt, werdet ihr in der Hölle kommen. Und das ist Fakt. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Denn das, wer denen die Böse gut sagen, wer von euch, die die Menschen in der Irre führen, die Menschen weg von dem Herrn Jesus Christus ist, es ist eine Torheit für die Muslime, die Kreuztod von Herrn Jesus Christus ablehnen.
Ihr seid die größten Spotter, die es überhaupt gibt. Ihr seid nicht besser wie die meisten Götzendiener überhaupt. Selbst die Jesiden sind menschlicher. Super. Ihr seid weit entfernt von eurer Barmherzigkeit. Ihr unterscheidet den Menschen zwischen Heuchler, ja, Ungläubige, Töten oder wie auch immer. Ich habe vor ein paar Tagen, ist so ein bisschen länger her, habe ich bei einem IS, habe ich ein Portal über Poltalk, über diese IS-Leute, die schicken mir Bilder, wie die Menschen köpfen. Ich bin rausgegangen, die haben mich dann rausgeschmissen. Ich habe das dem Verfassungsschutz geschickt. Was ist passiert? Gar nichts. Die Politik will den Islam. Und eines Tages wundert mich das nicht, wenn die Köpfen in der Fußgängerzone von Deutschland rumfliegen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ihr seid selber schuld. Weil das ist, ihr wollt den Islam. Das ist euer Problem. Und ich sage nicht, dass ich den Islam bekämpfen kann. Es geht um die Wahrheitssuchenden. Bitte prüf jetzt gleich die Quellen. Schau dir bitte die Quellen an und verlasse den Islam. Das ist nichts anderes als nur Sex, Morden, Diebstahl, ja, Haram, klauen ist Haram. Dein Hand wird abgehalten in Surah 8, 13, Surah Al-Anfal. Ach ja, Mohammed hat nur Beute gemacht. Ist das nicht Clown? Natürlich ist das Clown. Die Menschen, die Juden, die haben friedlich untereinander gelebt. Natürlich gab es ein paar Streitigkeiten unter den Juden, aber die Araber und die Juden, die haben sich super verstanden. Seitdem Mohammed da ist, nur Unruhe. Und das ist Fakt. Und verflucht wird derjenige sein, der Jesus Christus nicht lieb hat. Nicht ich sag das, das sagt die Bibel. Und das ist Fakt. Gott segnet euch und Gottes Frieden. Und wenn ich so harten Ton gesprochen habe, dann ist es einfach in dem Moment, ja, weil ich einfach sehe, dass mich Leute anrufen, ja, ich den Zeit gebe und dann auch hinterm Rücken so schlecht reden. Wie geht das? Aber ich werde mich zurückziehen, denn ich will nicht fleischlich handeln. Ich werde beten und wieder geistlich auftanken, weil ich nur mit Muslimen in der Zeit zu tun gehabt habe. Und ich verstehe das nicht. Also ich kann es nicht verstehen. Wie zeigst du das? Bahrain daraus. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also für mich ist das ein Rätsel. Der Herr Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Weg, es sei dem Durchweg. Er ist Al-Nur, er ist Al-Haq. Ohne ihn werdet ihr nicht im Himmel kommen. Ihr könnt so viel Pilgern in euren Hijra machen, ja, also diese Hajj, gerne nach Mekka oder wie auch immer pilgern, um euch da vor diesen Stein quasi küssen. Dieser Stein ist ein toter Stein. Und dieser Stein wird euch nicht im Paradies führen. Das ist pures Götzendienst. Kehrt ab von euren Sünden, denn der Jesus Christus wird kommen. Eines Tages wirst du eines Tages sehen, dass die Blut auf deine Hände kleben. Wenn du die Menschen schon hast, unser Gott sagt, wenn du schon schlechte Gedanken hast über einen Menschen, das ist schon Mord. Unser Gott setzt den Maßstab viel höher als euer Allah, der alles erlaubt. Alles ist erlaubt. Sex im Himmel, Alkohol, alles ist erlaubt, aber hier ist verboten. Es darf Fehler. Wie kannst du sowas sagen? Ja, was denn? Das steht in eure Quellen, nicht in meine Quellen. Wie geht das? Das ist in euren Quellen. Seid bitte keine Munafik. Sieht Sura 78, Vers 33 mit schwellende Brüste. Die Vagina wird 5 Meter sein. Was ist das für eine Vorstellung, bitte? Was soll das denn? Sex mit Sklaven ist erlaubt. Aber du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Aber mit Frauen, mit Sex, mit Sklaven ist erlaubt? Was ist das für eine Religion? Schämt euch. Schämt euch da, dass ihr noch an den Islam glaubt. Echt. Und auch an meine Familie, diese Dickköpfigen auch. An meinen Cousin und an meinen Onkel. Ihr solltet euch genauso schämen. Ihr seid auch größte Monafik wie eure Muslime. Ihr seid kein Stück besser. Wie könnt ihr noch an den Islam glauben? Wenn die Quellen doch da so sprechen. Aber zu uns, zu mir sagen die, du hast den Schatan. Wieso machst du so viele über Videos über Islam? Dies und das und das. Ja, damit die Menschen aufgeklärt werden. Und nicht wie ihr Verleugner. Einfach eure Muslime. Ja, Alhamdulillah, ich bin so Muslim und dies und das, aber verleugnen diese Quellen. Die richtigen Muslime sind die IS. Und ich stelle eine Herausforderung an euch Muslime. Zeige mir einen einzigen Beweis, dass die IS
nicht den Islam ist, zeig es mir anhand der Sunna, dass die IS gegen den Koran handeln. Zeig es mir. Das ist eine Herausforderung an euch. Ja? Und das ist das Ding. Wenn man jeden Tag beschimpft wird und bedroht wird, sogar von seiner eigenen Familie beschimpft wird und sagt, Astaghfirullah, Shaitan, wie kannst du sowas sagen? Von seinem eigenen Bruder, überleg dir das mal. Wo führt das hin? Wenn jemand sich zum Christ, zu einem Muslim, wenn ein Christ zum Muslim bekehrt, würde ich ihn niemals beleidigen. Niemals. Ich würde sagen, das ist deine Sache. Eines Tages wirst du dich dafür verantworten. Aber wie kann man zu seiner eigenen Familie sowas sagen, dass sogar meine engsten Freunde mich gelöscht haben? Diese Euromuslime. Mein Cousin hat mich gelöscht. Ey, überleg dir das mal. Was ist das für eine Religion? Nur Hass, 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 Hass. Bei euch geht es um Hass. Oder beleidigen. Sagst du die Meinung? Arschloch, Wichser, bla bla bla. Ihr könnt euch noch nicht mal artikulieren, ihr könnt noch nicht mal vernünftig reden, ihr beleidigt sofort. Aber das sind die Tatsachen. Eines Tages, wenn wir sehen, ob ich ein Lügner bin und meine Zeit so für euch investiere. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich hoffe, dass die Muslime durch meine Tonwahl keine Beleidigung haben. Aber es tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich bin ein bisschen gerade ein bisschen sehr fleischlich. Möge Gott mir da vergeben. Kehrt um. Kehrt einfach um von euren Sünden. Das ist ganz wichtig. Denn die Sünde hat der Jesus Christus bezahlt. Und das ist die bittere Wahrheit. Und wer das leugnet, den kann ich nicht mehr weiterhelfen. Das kann nur der Herr Jesus Christus tun. Gott segne euch.